Du willst mich doch verarschen. Oh Gott sei Dank. Oh, ich bin doof. Oh Gott sei Dank. Sending, warum muss passiert? Warum hörte sich das so an, wie es sich anhörte? Ihr habt ja gerade die ganze Zeit gesagt, die Traktoren müssen einen Anschluss an der Straße haben. Ja. Müssen sie nicht. Bei dir nicht? Oh Gott. Sending, bauen kannst du sie auch ohne. Aber, jetzt kommt das große Aber, die werden halt nicht, kriegen halt keinen Sprit ab. Funktionieren nicht ohne. Also die kannst du bauen, aber sie funktionieren nicht. Ach, was für ein Scheiß ist das denn? Und Das denkt sich den auch da gerade bringt gerade eine, bricht gerade eine Welt zusammen, man merkt das richtig. Man merkt das gerade, wie das. Ich kann es förmlich hören. Die haben ihr scheiß User-Overlay abgedatet auf der Seite. Sieht Du furchtbar sollst doch aus nur und die deine scharfe scheiß Pizza Soße ist bestellen, tu weg. das doch! Hör auf Die rumzuheulen! scharfe Soße ist nicht da! So, wie nennst du denn die. Wie nennst du denn die Bedienung da? Das fuckt doch ab. Mann. Okay, mir geht's gut. Wie gesagt, einfach die Hälfte der Sachen löschen, grob und dann neu planen. Viel Spaß. Judas will. Nur mal so zur Information, ich werde hier Kasselbitsch auch nochmal neu umplanen auf dem Gebiet da hinten, Und weil. wenn ich hier so einen Tankhof baue, Silo. der fährt. Ach so, nee, ja, Tankhof, ja. Der Zug fährt rein und kommt dann mit dem Benzin wieder raus oder wird das dann Nein, das per. Benzin wird per Tankwagen auf die Straßen Ist wie ein kleines geliefert. Auto. Okay. Da fährt ein kleines Auto durch die Gegend. Kleiner Laster. Und Benzin Kannst du nicht lagern. kann. Das heißt, dieser Tank. Oh. Der muss in der Nähe stehen. Aber wie gesagt, der hat eine relativ hohe Reichweite. Also bei deinen Inselgrößen kannst du bestimmt eine halbe Insel, eine ganze Insel mit versorgen. Das sollte irgendwie klappen. Why? Weiß ich. Bin ich So, wie Jesus hoch oder was? ist Reichweite? Mama. Die hilft dir auch nicht mehr. Wäre es lustig, wenn die Tönten aufgeben würde. Was ist denn, Fabian? Hallo, nervt. Da kann ich dir nicht helfen. Doch die Bitch ab. Wo sind hier bitte die Pizzabrötchen hin? Alter, hier hat ja auch Alter, es jemand gibt eine Pizzabrötchen. Also, man kann eine Seite updaten, dann soll das aber auch ordentlich sein. So wie das jetzt gerade ist, ist das furchtbar. Man findet nichts. Boah, ich höre nur Geheule. Jetzt kann ich ja verraten, ich habe dem seinen Pizzameister angeschrieben und habe gesagt, ey, kannst du mal für mich einen Henrik ärgern? Einfach ein paar Sachen aus der Liste rausnehmen. Und ja, it's treason. Was ist an Pizzabrötchen, bitte Panini? Was ist das für eine Kategorisierung, ey? Ja, die kleinen. Junge! Panini sind doch Onkel. diese kleinen, oder? Nee, Nein, Piccolini heißen die. Piccolo. Panini sind diese Teigtaschen oder was das Nee, sein Panini soll. sind die Sticker. Panini-Sticker. Ja, ist doch so! Was soll es denn sonst sein? Oh, Gottes Willen. Ich glaube, Henrik verhungert. Ich glaube, der Ich verhungert. fange an zu heulen. Ja, das ist doch Und schön. jetzt brennt die Stadt auf. Warte mal, was? Habe ich gerade gehört, die Stadt brennt? Nein. Doch, ich habe gehört, die Stadt brennt. Nein. Ich habe eindeutig gehört, die Stadt brennt. Ich glaube, du hast was an den Ohren. Welche Stadt brennt denn? Welche Stadt brennt Weiß denn nicht, nicht. meine ich. Ich bin da sehr, sehr dumm. Ich weiß nicht, welche Stadt brennt. Ich habe gerade mehr Spaß, als ich haben sollte. Sicher? Ja, es heißt doch, man soll sich an dem Leid von anderen nicht ergötzen. Aber, Machst du Sinning, aber. du machst es aber einem sehr schwierig.
Ja, das ist angekommen. Irgendwie ist das halt leicht bescheuert hier. Mit den. Denke ich mir auch, wenn ich dich sehe. Was? Na, dann frage ich halt den Lieferanten gleich, was die scharfe Soße, was das der geworden ist. Nicht mal die scharfe Soße. Ey, die rundet den Geschmack ab. Hört sich außerdem schon an. Möchte ich trainieren, dass ich mich gegen schärferes Essen behaupten kann. Hörst du da auch so einen leichten Gissel raus? Ja, ich höre das. Vor allem, ich stelle mir gerade wieder vor, wie er dann vor mir sitzt. Schweißperlen auf der Stirn. Also bitte. Tropf. Ist nicht scharf. Nein. Ich glaube, Henrik, du und Gissel, ihr könntet, wenn das mit der Schärfe funktioniert, gute Freunde werden. So, auf, lieber Tankhof. Versorge. Ich brauche meine Ware. Und ich brauche mehr Stuff, Alter. Neue Befehle? Mehr Cocker. Mehr Cocker. Ah, hier habe ich noch Stahl, das ist schon mal gut. Schon mal ein Anfang. Und mehr Ziegeln brauche ich, brauche von allem mehr. Aber dann deswegen ist das Kasselbitch schon mal halbwegs gut versorgt, dann ist das Getreide schon mal da. Ja, Alex, wie ich schon hier auf dieser Insel die Einwohner gepusht habe, einmal schönes Buch Arbeitskräfte plus 40%, dann nochmal Arbeitskräfte plus 50%, nochmal Buch drauf, Einwohner nochmal plus 30%, auch nochmal eins hinterher, ich brauche mehr. Apropos, ich brauche mehr. Henrik, du hattest doch von Sinning Kartoffeln gekauft, oder? Und mir hier hochgebracht, oder? Ich gucke mal eben. Weil, Ja, da gibt's eine Handelsroute aus vier Luftschiffen. Mehr! Du brauchst mehr Kartoffeln? Absolut, Alter. Ich bin hier auf Müll. Ganz hervorglänzend. Da würde ich mal sagen, zwei oder drei weitere Luftschiffe auf die Route. Hm? Sinning, sagst du mir nochmal die Stadt, bitte? Weiterhin nach Kasselbitch, ne? Kasselbitch und da. Kaparaya. Hier, gönn dir. Alles klar. Kaparaya. Alles klar. Am Ende. Ich baue das Ich stell dir die Flotte mittig davor. Okay. Und dann fange ich an zu entladen bei dir, sobald ich wieder da bin. Bis gleich. Jo. Ey, wie einfach. Ich hab da zwei Kontore stehen, die sich nur um das Weizen kümmern. Vollkommen überfordert. Vollkommen Überforderung. Henrik, von welcher Insel kaufst du nochmal die Kartoffskis? Von Santa Tortuna aus. Ja. Sag mal, wie viel. Da gehen die Kartoffeln leer. Ah. Kein Wunder, dass bei Alex nicht ankommt. Ich verkaufe aber noch Kartoffeln auf. Okay, warte, da brauche ich da eine zweite Route für. Ich hab noch Kartoffeln. Toll, es sind 30 Kartoffeln angekommen. Super, danke Henrik für die tolle Lieferung von zwei Luftschiffen und weg. Auf Masalin verkaufe ich noch Kartoffeln. Ich verkaufe auf Ferner da bla 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 verkaufe ich noch Kartoffeln. Fella de Naranja. Ich kenne die Insel jetzt schon, obwohl ich nicht weiß, welche das ist. Ja, gut, Alex. Was sind meine anderen Inseln? Santa Tortuna, Marcelin. Caparella, glaube ich, war auch noch einer und keine Ahnung. Oh. So, von wo soll ich die holen, Sinning? Mach ein Luftschiff oder zwei Luftschiffe schon von Ferner da Laranja. Meine Bürger wollen sich umbringen, die stehen auf bleiben auf Eisenbahnschienen stehen. Okay. Ja. Und zwei Luftschiffe noch bei Masalin. Ich nehme jetzt erstmal drei von Ferner da Laranja. So, nach Kasselbütsch. Einmal alles abladen, los geht's. Wie gesagt, Kartoffeln sind nur Nebenprodukte. So, drei weitere Luftschiffe fliegen jetzt mit. Wunder der Arch-Architektur. Ich will jetzt endlich mal diese Drecks-Teile haben hier. Brünnen. Apropos, sind eigentlich neue Luftschiffe bereit zur Überführung?
Ja, ah, lol, warte mal, muss man jetzt die Sachen separat starten? Bei der Weltausstellung und das geändert? Oder ist es nur ein Anzeigefehler bei mir? Was? Das wirkte bei mir gerade so, als wären die Teile standardmäßig pausiert. Die Zulieferung für die Weltausstellung. Eine ganz kleine wenig komisch. Aber egal. Frachtschiff steht bereit. Oh, mein Rum geht mir nicht zu nahe, ich brauche mehr Zucker. Deswegen, was mussten da machen? Wenn der Rum zu nahe geht. Diese Stadt zieht helle Köpfe. Mehr Rum machen. Ich find's immer noch lustig. Obwohl es total dumm ist. Viehbäuerin. Beeinflusst Tierhöfe. Mann. 30%. Hör auf zu explodieren, du scheiß Gasraffinerie. Sinning, hast du Tierhöfe, die du gebrauchen könntest? Sie kommen genau richtig. Tiere? Ja, Tiere. Diese Viecher, die laufen. Auf vier Beinen. Meistens. Ja, ich weiß doch, ich habe hier so ein paar Rinder. Nee, warte mal, ich brauche ja keine Rinder. Ich habe das bei mir ganz einfach gelöst. Anstatt hier die scheiß Rind, vielleicht brauche ich nur Fischöl. Klar. Das ist der perfekte Ersatz. Ist wirklich so. Ich habe hier den irgendwas blablabla Meister. Er setzt halt das Rindfleisch gegen ein bisschen Fischöl. Logisch. Was einfacher zu produzieren ist. Kannst du eigentlich Silos bauen, Sinning? Mal so als Frage. Ja. Okay. Dann fressen die den ganzen Mais weg. Auch eine Option. Ich brauche meinen Mais. Ich darf jede Fuck-Insel neu planen. Also Kasselbitch läuft jetzt, die Weizenproduktion mit geboosteten Traktoren. Und es sieht auch eigentlich gar nicht mal schlecht aus. Warte mal. Bitch dich doch weg. So. Wir können ja mal auf die Felder gehen. Ich glaube, ich werde jetzt die nächsten Aufnahmen hier fast nur dabei sein, euch zu versorgen mit den neuen Materialien, die ihr braucht. Es gibt ein Problem, wenn man auf den Feldern rumläuft. Man muss innerhalb der Feldergrenzen bleiben. Ich weiß gar nicht, wo die langlaufen. Scheiße. Übrigens, ihr seid so toll. Ihr fahrt direkt hintereinander her. Was macht das denn für einen Sinn? Der eine Traktor fährt in der Schneise vom anderen. Und jetzt despawnen beide. Ja, guten Tag. So, Sinning. Ich fange mal an mit meinen Monitoren, ja? Mhm. Oh, sehr schön hier. Schönes Bild gerade. Sonne geht im Hintergrund unter. Und ich bring's dir in die Mitte. Ich schieb die extra nochmal hin. Auf den Traktoren steht vorne drauf 1800. Schön. So, da kommt die nächste. Neue Befehle! Neue Befehle! Der zuverlässige Lieferant Koraten Enterprise. Ich warte schon auf das DLC oder auf das, als DLC dürften wir es nicht machen, auf das Update, wenn Sinning Öl verkaufen kann. Das wird lustig. Ja, wir müssen dem irgendwas vorher geben, damit er nicht einen Dauerorgasmus bekommt. Ich hab erstmal zu tun. Leute, er muss alle Waren von mir einkaufen. Wahrscheinlich, die ich ihm dann liefere. Koraten, wahrscheinlich haben die tatsächlich dieses Update reingebracht, damit Sinning beschäftigt ist, damit sie in einem Unterupdate das Öl reinfügen können, damit Sinning dann beschäftigt ist und das nicht mitkriegt. Oder das nicht so schnell verarbeiten kann. So, du siehst jetzt, was für eine Flotte ankommt, Sinning, ja? Kann ich nicht einfach alles auf Kauf und einstellen? Nee, warte mal, die Dampfmaschinen würden mich killen. Okay, voll. Nächstes Schiff. Also dafür, dass Kasselbitch eigentlich eine richtige Bitch von Stadt ist, ne? Richtig schön dreckig und eklig, sieht das mit Steinstraßen eigentlich ziemlich fesch aus. Du kannst es jetzt ja auch noch überarbeiten mit ein paar kleinen Ornamenten. Naja, das ist mir jetzt dann nicht so wichtig, da die Ornamente kommen woanders hin. Frachtschiff steht bereit. Da bedarf es an anderer Stelle mehr Aufmerksamkeit. Kasselbitch werde ich aber nochmal bearbeiten müssen, weil, wie gesagt, die Schweinerei ist noch nicht fertig. Weißt du, weil... Die Schweinerei? Genau. Was denn für eine Schweinerei? Ja, wegen den Schweinehöfen. Die kann man jetzt auch boosten. Keine andere Schweinerei?
Nein, natürlich nicht. Das wäre eine Sauerei. Ja, das ist aber eine Sau. Hä? Hey. Ach komm, das kannst du besser. Das kannst du besser. Übrigens, man kann jetzt die Kontore durchschalten, ne? Also wenn man, nicht Kontore, Depots, Alter. Also wenn man hier sagt, von offen auf zu, ja gut, das Hafendesign ist es aber auch recht wichtig. Nein, ich habe andere Probleme. Kriegst du das überhaupt alles unter, was ich dir jetzt hier liefere? Ja, das kriege ich alles unter. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass ich die nächsten 5 Jahre erstmal nicht mehr höre, dass Sinning irgendwelche Items braucht. Also, Sinning, sei froh, dass ich das hier einzeln mache. Oh Gottes Willen. Währenddessen wird in Wessung gefeiert und ich verpasse es. Ist eh nur ein Trugschluss. Lass dich davon nicht verarschen. Feiern Kevins Comeback. Nee, der ist immer noch Holzfäller. Also Henrik, du solltest jetzt genug Kapazitäten haben, um bei Kasselbitch Kartoffeln abzuladen. Er hat 5 verkauft! 5! Ich hab's gerade gesehen. Was will ich denn mit 5 Kartoffeln? Willst du 4 haben? Nein. Du musst auch auf Einkaufen stellen. Ja, schon klar. 800 darf er verkaufen mittlerweile. Eben gerade war nur 400, aber der hat nur 5 verkauft. Kisten unter Deck. Warum heißt einer meiner extravaganten Dampfer CTS Wessung? Was hat mich da geritten? Lieber Vergangenheits-Alex, was hat dich da geritten? Naja. Für Kevin. Da kommen die 3 voll beladenen neuen Luftschiffe mit 200 Tonnen Kartoffeln jeweils. Ja, das ist sehr geil. Sollten in etwa 2 Minuten da sein. Oh Gott. Oh, noch so viele Schiffe. Das kommt gar nicht zum Arbeiten. Er muss es dann auch noch selbst verteilen. Metzger, ja. Thema aus Arno 2205 besser gefallen, wo man gesehen hat, wie viel man braucht. Ja, das kann ich nur bestätigen. Aber ich muss sagen, Anno 1800 entschleunigt dadurch auch wieder. 2205 habe ich jetzt gemerkt, ich bin da durchgerusht. Verhältnismäßig. Ja, also dadurch, dass du einfach dann gar nicht mehr dir Gedanken machen musst, was du eigentlich baust, sondern einfach nur noch baust, ja, hat Vor- und Nachteile. Wie kennst du eigentlich in 2205 diese Wohnblöcke? Cool. Aber auch notwendig, finde ich, weil sonst kannst du ja gar nicht solche großen Gebäude, solche fetten Wolkenkratzer bauen. Auf der Grundfläche von so einem kleinen geht er gar nicht. Was ist, wenn ich hier raus? Wirst du das nächste Woche machen? Nächste Woche muss ich mal gucken, aber demnächst, ja. Ich lasse auf jeden Fall auf der Festplatte. Oh. Die verheißungsvollen Karten interessieren mich nicht ansatzweise. Aber Sinning, du musst schnell einsammeln. Ja.